Jo, jetzt gehen wir mal los. Ich hoffe, das war eine richtige Entscheidung, den laufen zu lassen, den Typ. Gibt es hier noch was Interessantes, bevor ich jetzt wirklich losziehe? Ich hoffentlich war das eine richtige Entscheidung, ihn gehen zu lassen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass wir ihn nochmal wiedersehen werden. Sollen wir nochmal mit Cassandra reden? Aber ich glaube, es bringt ja nichts. Aber ich gucke lieber nochmal durch. Ich möchte so ungern überall durchrushen. Gut. Hast du noch was zu erzählen? Nö, das war's. Reicht ja auch. Okay, vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen Kohle nach Hause bringen. Warte mal. Heroin? Nein. Wo müssen wir hin? Wo wohnen wir? Perlas Nachtclub. Sammys Bar. Ja, wir sollten das Geld erstmal nach Hause bringen. Weil ich natürlich ein bisschen skeptisch bin. Wer redet denn hier? Wir waren auf jeden Fall schon bei. Wir waren auf jeden Fall schon mal beim Freizeitpark. Genau, da müssen wir jetzt hin als nächstes eigentlich. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es da wieder so ein bisschen tricky sein wird. Es wird langsam eng. Kannst du mir Nachschub? Und deswegen. Alter, das ist ja laut. Manchmal ein bisschen leiser am Öhrchen. Bevor wir da nachher ordentlich mal aufs Maul kriegen, bringe ich lieber mal Geld weg. Weil bei jedem Geld, was wir verlieren, wo wir sterben, verlieren wir Geld. So rum ist es. So ist es richtig. Boah, der fährt sich aber schön. Schwammig, möchte ich mal sagen. Zeig mir mal, was du hast. Weißt du was? Warum der hält, weiß ich auch nicht. Der hält, was er verspricht. Mann! Oh. Ich hoffe, wir haben nicht wieder den rote Ampeln-Simulator. Lady! Ah, doch. Ich fahre mal hier vorne hin. Oh, den hätten wir uns auch klauen können. Den grünen. Da wären wir jetzt noch unterwegs. Einmal einparken. Wie konnte man nochmal zurückgucken? Nein, das war falsch. Das ist auch falsch. Müssen gleich nochmal gucken, was wir an Munition alles haben. Bevor wir das Geld wegbringen. Was ist das jetzt? Hallo. Die KI ist manchmal ein bisschen crazy. Aber macht ja nichts. Nein! Ich wollte erst nach Hause! Hallo? So, Ziel festlegen. So, zurück. Einmal drehen? Scheiße. Sorry, Leute. Oh, Mann. Erstmal Kohle wegbringen. Ist wichtig. Ehrlich. Ich habe einen Arbeitskollegen, der spielt auch Mafia. Der hat mir so ein bisschen erzählt, dass das kommt und dass es nicht ganz so einfach ist. Deswegen bringe ich auch lieber erstmal Geld weg. Also in weiser Voraussicht. Ich bin ja kein Harakiri-Spieler. Ich bin ja schon einer, der ein bisschen mit Köpfchen versucht zu spielen. Deswegen nehmt es mir nicht übel, dass wir kurz die Tour nach Hause machen. Hätte ich auch letzte Folge noch machen können, aber ich wusste ja nicht genau, was da kommt. So, rote Ampelsimulator. Da sind wir wieder. Verdammt. Wie konnte man nochmal zurückgucken? Auch nicht? So. Grüner wird's nicht. Boah, mit Vollgas hier. Alter Falter. Und abbremsen. Ja, so fahre ich auch im Auto. So. Lalalala. Und sonst? Ich bin mal gespannt. Freizeitpark, der stand ja unter Wasser. Wir waren ja schon da. Haben uns das ja schon mal angeguckt im Vorbeigehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, viele Dinge, die wir einfach so erkennen, wo das Spiel uns dann vorbeilotst, wo wir stehen bleiben und sagen, ach, guck mal, hier ist interessant, wie der Nachtclub oder der Freizeitpark, die kommen irgendwann später nochmal. Hallo? Coole Sache auf jeden Fall. Oh, nö. Ach, Mann, ey. Nicht schon wieder rot, das ist doch scheiße. Jetzt haben wir schon so ein cooles Auto. Wir müssen... Was macht der denn da immer? Juckelt er sich selber hin? Lady, ich muss durch. Ich mache auch nichts Strafrechtliches Falsches, wenn ich jetzt hier fahre, während sie noch geht. Laut Spiel. Im normalen Leben würde ich schon erwarten.
Wie jetzt hier auch. Ja. Ah. Hey, das ist ätzend. Ist hier irgendwo Bullerei? Nö. Warte mal, da können wir uns irgendwo auf tanken, heilen. Machen wir das nochmal gerade. Ja, das war super, Junge. Ach, weißt du, ich wollte einparken, Mann. Verdammt. So, war das hier? Springen wir mal das Auto drüber. Da müssen wir wahrscheinlich reingehen. Wir haben nämlich nur noch eine Adrenalinspritze. Hier ist Geld. Können wir uns das nehmen? Ich glaube, wenn wir nur Diebstahl betreiben. Na. Restroom? Achso. Dürfen wir nicht reingehen, okay. Ach, verdammt. Guten Tag. Weißt du, was wir gerade mal machen können? Es wird langsam eng. Kannst du mir nachschieben, dass ich da über den Mauer schicke? Bin gleich da. Ist gut, ich komm. Klar, einfach mal auf der Straße. Zeig, was du hast, Baby. So, Waffenverbesserung. Dann holen wir uns erstmal Munition. Dann sind wir da wieder voll. Zurück. Das. So, könnte uns den Arsch retten. Deswegen nicht böse sein. Jawohl. Ja. I call you Schnitzel. So. Einfach mal übers Auto steigen. Kein Thema. So. Und los geht's. Oh, wir haben grün. Was ist denn los hier? Wir haben grün. Das ist ja jetzt ungewohnt. So. Alter. So, schnell. Schnell raus, bevor ich noch irgendwie... Ach, weißt du. So, erstmal Geld wegbringen. Und dann gehen wir in den Freizeitpark. Eigentlich andersrum, ne? Eigentlich müssen wir Geld holen und dann in den Freizeitpark. Naja. Wer bin ich, der das hier kritisiert? Hey, das ist ja eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen. Das war er nicht? Nein? Scheiße, wo war der? Ach, hier. Andere Ecke. So, alles Rinder. 5000 haben wir insgesamt. Ist noch nicht so viel, aber wir arbeiten ja dran. So, habt ihr Bock auf Freizeitpark? Wie gesagt, ich bin nicht so der Achterbahn-Typ, aber im Prinzip mache ich das nur für euch hier. So, Heroin, Marihuana-Geschäft. Cassandra Steen. Warte mal, Wegpunkt setzen. Da. Sprich dein Gebet. Okay. Auf zum Rummel, würde ich sagen. So, wie fahren wir hier? Kommt da was? Nö. Aber die Kiste fährt sich gut. Jetzt erstmal hier lang. Ja, Lady. Links rum. So. Jetzt können wir mal ein bisschen Gas geben hier. Ah. Bis die nächste Ampel kommt. Ist ja klar, verdammt. Boah, ist das hell hier. Schönes Wetter für einen Freizeitpark. Muss man sagen. Ach ja, ach ja. So. Bin mal gespannt. Er steht ja unter Wasser. Was es damit auf sich hat. Ich habe keine Ahnung. Ach komm, weißt du was? Oh, ist grün. Ja. Oh, hier wird eine Spur weniger. Und da sind wir schon. Alter Falter. Wir parken mal. Genau. Dreck hier vor. Warum auch nicht? So, dann gehen wir mal gucken, was hier Sache ist. Müssen wir durchschwimmen? Ich habe ein bisschen Angst wegen Krokodilen. Hatte ich beim letzten Mal auch schon gehabt. Aber hier ist es ein bisschen... Ja, das Wasser steht nicht so tief. Oh. Baron Saturday Fun Park. A Fun Adventure Family Food. Alles, was du brauchst. Okay.
Was? Also ich hätte schwören können. Ah ne. Ist nur ein Glitch. Ich dachte, hier wäre wieder ein Krokodil. Bin ein bisschen ängstlich geworden. Okay, hier geht's nicht rein. Müssen wir mal gucken, wie wir hier reinkommen, wa? Oder einfach nur durch die Tür. Nee. Alter, was ist hier passiert? Würde mich mal interessieren. Ich denke mal, wir werden es rausfinden. Und ob ich das möchte, weiß ich nicht genau. Verdammt. Hier geht's nicht rum. Aber Muni haben wir jetzt wieder voll, glaube ich, ne? Warte mal, lass mal kurz gucken. Ja, haben wir beides voll. Gut. Hätte mich jetzt auch geärgert, wenn wir jetzt den Waffenhändler beordert hätten und wir hätten uns nichts geholt. Alter, das Haus ist weggeschwemmt worden. Irgendwie müssen wir mal hier reinkommen. Früher sind meine Klassenkameraden, ich natürlich nicht. Ich bin ja hier in Brühl groß geworden bei Köln. Und da gibt es ja immer das Phantasialand. Und die sind immer über einen Zaun geklettert, das ging damals noch. Haben dann quasi keinen Eintritt bezahlt. Ich habe das natürlich, ich fand das immer, ne? Furchtbar fand ich das. Alter. Ein Auto. Aber irgendwo müssen wir da mal reinkommen. Scheiße. Oder kann ich einfach über den Zaun klettern, wie? Schafft er das? Nee, ne? Ist zu hoch, habe ich mir schon gedacht. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Wenn, dann wird das eine verdammt lange Folge. Hier ist auch nichts. Das ist alles verbarrikadiert. Hier komme ich nicht in die Häuser rein. Da geht's doch hoch. Den Berg hoch. Vielleicht können wir da über den Zaun klettern. Oder ist da sogar eine Tür? Scheiße, ich komme nicht durch. Willst du mich verarschen? Ey, Spiel. Ohne Witz. Alles verbarrikadiert. Scheiße. Ist auch keine Lücke im Zaun, wo wir durchkommen. Gehe zu Baron Samedys Rummelplatz. Ja. Da stöhnt einer. Da war ein Ast. Oh, Himmel. Mach ich mich in die Buchse voll. Buchse ist jetzt egal, ob ich mir die voll mache, weil ihr seht ja, ne? Nass ist sie sowieso. Boah. Können wir laufen? Nee. Keine falsche Bewegung. Oh. Gegen den Zaun gelaufen. Weißt du, so ein Held und dann läuft er gegen den Zäune und ist kaputt. Ne. Muss es also doch hier vorne sein. Aber wo kommen wir hier? Hier? Achso, nee. Scheiße. Hätte ich mich geärgert, wenn es hier gewesen wäre. Da komme ich auch nicht durch. Ja, leg mich doch am Ärmel, die. Wie komme ich denn jetzt hier in den Park rein? Vielleicht doch hier durchklettern? Ne, macht er nicht. Will er nicht. Das ist ein ordentlicher Gangster. Aber Gangster ja nicht. Hm. Ich probier's mal auf der Seite. Ich geh mal gerade hier rüber. Guck mal, hier gibt es Waffeln. Die perfekten Waffeln, Entschuldigung. Nicht irgendeine, das sind die perfekten. Aber das ist auch eine Mauer, da komme ich auch nicht drüber. Hm, hätte schon Bock auf Waffeln. Ist auch mal cool, einfach hier rumzulaufen. Hallo? Du kommst ja wohl über die Mauer drüber. Willst du mich jetzt verarschen? Irgendwie hat er keinen Bock mehr zu springen. Irgendwas ist hier passiert. Ich... Würde mich mal interessieren, was hier vor sich gegangen ist. Hier ist noch ein Kassenhäuschen. Wahrscheinlich war hier der große Parkplatz, wenn ich das so sehe. Ja, da stehen ein paar Autos. Aber hier ist überall. Hm. Können wir denn ein Schloss knacken? Oh, jetzt müssen wir doch schwimmen. Und wo wir schwimmen, können auch Krokodile sein. Alles in Vietnam gelernt. Nee. Find's cool, dass das Wasser dann auch auf der Jacke und alles ist. Ich weiß nämlich, wie lang, wie realistisch das ist. Habe ich beim letzten Mal nicht drauf geachtet.
Oh, sorry, wir laufen hier rum, ey, das ist unglaublich. Da muss doch ein Schlösserknacken irgendwie geben, oder müssen wir die Palme nutzen? Nee. Alter, das hasse ich manchmal bei mir, dass ich so blöd bin. Wahrscheinlich ist es so einfach. Aber ich komme irgendwie nicht drauf. Da komme ich auch nicht drüber. Ich dachte, vielleicht könnte man da rüber springen, aber der hat es ja nicht so mit Springen, der feine Herr. Hier rüber? Der springt gar nicht mehr, will er nicht. Kann ich nochmal Schlösser knacken? Warte mal. Optionen. Ich hätte gerne sowas wie Steuerung. Steuerung. Hallo? Achso. Das geht nur so. Natürlich. Controller. Blickumkehr. Automatisches Zielen. Ne, hat mir ausgemacht. Controller, Tastaturbelegung. Da ist sie. Da habe ich doch eben schon längst mal gesucht. Okay, pass auf, wie war das jetzt? Leichen aufheben, Z pfeifen, T. Klettern, Deckung. Wie kann ich denn... Achso, so geht's auch. Waffen. Fahrzeugkampf. Linke Steuerung. Ich wollte gerade mal gucken, wie ich Schlösser knacken kann, ohne dass es irgendwie mir angezeigt wird. Aber ich glaube... Interagieren ist eh. Ja, das ist alles. Mist. Ich glaube, liebe Freunde, wir kommen nicht rein. Ich kann ja einfach hier draufballern. So Bekloppter. Ja, willst mich. Ich komme hier auf den Freizeitpark. Was ist denn los hier? Ich will aber. Obwohl, der Baum ging gerade. Nee, ging doch nicht. Ich bin doch hier richtig, oder? Mal gucken, Lucky Lucky machen. Das ist die ganze Mauer. Da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Warte mal, Abhörenzone ein, aus. Nee. Oder? Ich muss rumlaufen, tut mir leid. Es führt, glaube ich, keinen Weg dran vorbei. Wir gehen mal über die andere Seite. Ey, das ist ja mies jetzt hier. Ich bin manchmal so ein Dämmlack. Sorry. Ey, sorry dafür. Ich hoffe, ich schneide das. Wie wär's mal mit der Leiter hier? Wie wär's mit der Leiter? Alter. Alter. Ich facepalme mich nachher mal selber. Aber erstmal. Was denn jetzt? Hä? Warum duckt er sich auch nicht mehr? Ich habe ein mieses Gefühl dabei, Mann. Richie muss endlich mal mit Georgie ins Reine kommen. Er hat doch keine andere Wahl. Sonst sind wir alle gefickt wie deine Mutter nach dem Abschlussball. Sicher, Mann. Ich schick Georgie dich! Nein, er fällt runter. Scheiße. Die ist gut hier, die Waffe. Was ist denn los? Ich bin noch nicht fertig mit dir. Verdammt! Was ist denn los hier? Ach Mann. Schnell eine C. Mann. Das war miese.
kam der denn her? Den habe ich echt nicht gesehen. Ich nehme mal die nochmal. Der Kleine wird bis ans Ende seiner Tage auf der Flucht sein. Der ist weg. Wo ist noch einer? Ich glaube, hier habe ich erstmal aufgeräumt. Dann laufen wir noch ein bisschen rum. Wollte schon sagen, drei Schüsse. Da unten kommt noch einer. Vielleicht ist er schon zu weit weg. Der ist vielleicht zu weit weg. Hier kommt einer. Jawohl. Irgendwie schon zu leicht. Aber ein schöner Empfang, muss man sagen, hier mit komm in den Freizeitpark und bla bla bla. Ist schon gut gemacht hier. Können wir den Waffenhändler noch schnell benachrichtigen? Es wird langsam eng. Kannst du mir Nachschub ins Delray Hollow schicken? Komme schon, nur einen Augenblick. Wie komme ich hier hoch? Gar nicht mehr, ne? Scheiße. Das Spiel hat es extra gemacht. Okay, müssen wir uns andere Muni besorgen. Irgendwo her. Ne, die ist besser. Du hast auch nichts mehr. Hier, zwei dazu. Was ist mit dem Licht auf einmal? Gott verdammt, wir müssen diese. Die sehen auch näher mal aus, als sie wirklich sind. Duck dich! Wir gehen mal hier hin. Der ist weg, okay. Ist alles leer. Ich glaube, dann gehen wir mal weiter. Wir laden nur nach. Das Nachladen dauert leider immer etwas länger hier bei dem, bei der Waffe. Wo bist du? Okay. Wir müssen mal rushen ein bisschen. Aber der duckt sich nicht mehr. Warum duckt er sich nicht mehr? Verdammt. Den haben wir. Wir werden wahrscheinlich noch viele Waffen wechseln müssen. Nein. Wir bleiben bei ihr. Eigentlich ein schöner Ort hier, aber durch die Überschwemmung. Da
Echt schön hier. Ich sehe keinen mehr. Wir müssen aber weiter. Kommen wir durch. Welcome to the jungle. Hau ab. Fang bloß nicht an. Ich wusste es. Ach Gott. Mach mir nur ein bisschen Angst. Naja, wir nehmen die Sniper doch. Da ist noch ein Schrank. Wir haben ihn. Oh nein. Wir sind alle verdammt. Also fahren wir zur Hölle. Er lässt nach. Er schießt den Motherfucker. Raus hier. Spritze nehmen. Ich muss auf Klo. Ich komme hier durch. Einen haben wir. Alter. Oh, ich wollte auch gerade um die Ecke gucken, was natürlich clever ist. Wir haben keine Muni mehr. Also wir müssen mit Q angreifen. Will ich Geld? Ich auch am liebsten. Na komm. Die kommen nicht, die gehen wieder. Die laufen wieder weg. Okay, er hat mich doch gesehen. Er kommt rum. Er kommt. Rösten wir seinen Arsch! Brenn, Digger Boy, brenn! Bringt ja viel. Wie gefällt dir das, du Scheißkerl? Komm rum hier. So. Ich gehe in Deckung. Erledigt diesen Scheiß, Jungs. Wo sind sie? Die müssen noch von links kommen. Ich brauche ein neues Magazin. Oh Gott. Ich gehe in Deckung. Er lässt dich auf, Arschloch. Scheiße. Atemlos. Da kommen sie. Ich muss leider weg. Ganz dringend mal kurz. Okay. Ich auch. Dann verstehst du mich ja. Schnell. Ich nicht, aber wir haben kaum noch. Okay. Mist, ich muss mir mal andere Waffen holen hier. Jetzt muss ich sie nehmen. Schade. 4 Schuss ist ein bisschen wenig. Ich hätte am liebsten die Sniper genommen, die war echt cool. Aber wir müssen da durch jetzt. Zuerst. Lasst nichts von
kurz Munition wechseln. Komm hoch. Bringt das gar nichts, sie durchzuschießen? Alle Mann in Deckung. Möge Gott dir gnädig sein, denn ich bin sicher. Was? Wir laufen nochmal kurz zurück. Hier war ja ein sicheres Gebiet. Muni, Knarren. Ich nehme alles. Ihr habt nichts. Jetzt duckst du dich, du Arsch. Wo sind wir denn hochgekommen? Da. Gehen wir nochmal zurück. Mann, komm hoch. Nimm doch die Leiter. Nimm doch die Leiter, Niggerboy. Was? Die sind weg? Alle Waffen sind weg? Was ist denn los hier? Sieht gar nicht gut aus gerade für uns. Ist auch keine Waffe mehr. Scheiße! Scheiße, der Den haben wir. Waffe holen wir uns. X war ducken. Okay, machen wir einen Fehler. Er hat keine Waffe mehr. Ich muss nachladen. Schätze, er ist weg. Ja, ja, der ist weg. Scheiße, ich muss Muni sparen. Ich könnte doch mal das Pfeifen ausprobieren. Halt die Fresse. Alter, sehr gut. 27 Schuss. Geil. So, dann haben wir zwei rübergelockt und wieder kalt gemacht. Das ist schon mal gut. Aber mehr kommen noch. Wir müssen definitiv hier durchgehen. Das gibt das Spiel uns so vor. Ich sehe aber keinen mehr. Nee, nee, bleib mal schön hier. Da liegt Geld. Schnell weg. Okay. Wir müssen auf jeden Fall da anders hoch. Ich weiß, ich gehe mal gerade hier in den Bogen. Ich will nicht mitten durch. Da ist nur Wasser. Da wird wahrscheinlich keiner sein. Hier ist der Ausgang. Okay, das haben wir hier befreit. Ja. Ich gehe mir trotzdem mal hier ein bisschen geduckte Haltung durch. Nee. Hä? Sollen wir doch hier durch? Achso. Ja, hier ist der richtige Ausgang. Ist gut. Komm raus, dann machen wir es kurz. Dem Penner reiß ich die Eingeweide raus. So, haben wir es mal kurz gemacht. Okay. Die haben es nicht so drauf mit Schießen. Hm. Komm und hol mich. Wo bist du denn? Dann würde ich dich ja holen. Ich habe keine Kugeln mehr. Ah, ich habe einen Kopf gesehen. Haltet mir den Rücken frei! Hab ihn nicht gesehen. Wir suchen jeden Winkel, bis wir ihn finden. Das geht es mir ernst. Öffne deine Tür, Junge. Gut, wir wissen so, was du dazu hattest. Ich muss mal kurz wieder ein bisschen erholen. Kann ich hier um die Ecke gucken?
Wie meint ihr die Kiste? Aha. Komm hoch. Komm hoch. Ich halt nicht mehr lange durch. Sollen wir mal neu laden? Also hier. Das sieht doch gut aus. Kommt die Waffe nicht hin? Okay, mit der haben wir es hinbekommen. Frag mich nicht warum. Nee, die hat mehr Schuss. Na, wer schmeißt denn jetzt schon wieder was? War gar nicht so schlecht. Ich geh in Deckung. Und wo seid ihr denn gekommen? Da. Ich bin... Meinen Namen wirst du dir merken, Schwanzlutscher. Ja. Der schnelle Tod. Wo bist du? Ich werde deinen Arsch grillen. Na komm mal her. Oh, hab mich doch getroffen. Normalerweise treffen die nicht. Wo sind sie? Hä, der steht dahinter und schießt. Ist der dumm? Dumm? Er ist an uns allen vorbeigekommen? Gott verdammt. Ja, ja. Ich hab keine Kugel mehr. Und tschüss, der nächste. Das ist wie Tontauben schießen hier. Mal einen ganz kurzen Break. Ich hoffe, die Details sind nicht zu lang. Bitte wieder asynchron. Einen Moment, es kann weitergehen. Oh. Ah ja. Gibt's hier noch irgendwo. Nee, ich wollte mich mal ein bisschen heilen. Das wäre schön, wenn es das geben würde. Hast du nicht gedacht, hä? Du bist ein Typ, du. Cool. Ah, Mann. Haben wir mal ein bisschen feiern hier. Das ist ein Freizeitpark, Mensch. Okay, der lädt automatisch eine Waffe nach. Das ist gut. Schwören können, da wäre einer gewesen. Naja. Hier liegt ein Pferdchen. So, jetzt gehen wir mal hier rum. Tschüss. Ah, hat er keine Chance gehabt. Nee. Barker kannst du vergessen. Ich nehme lieber die hier. Lieber mehr Schuss. Bin ich so zielsicher. Den haben wir schon. Dann gehen wir mal. Das ist so. Es ist so toll gemacht hier. Das? Molotovs. Bin ich nicht so ein Freund von. Was zur Hölle machst du da, Kleiner? Scheiße! Irgendjemand muss ihn brennen, Nickerboy, brenn! Komm her. Ich hab dich im Visier. Weiß, wo du sitzt. Verbrenn ihn! Scheiße, da kommt was geflogen. Scheiße, genau vor uns. Der war gut. Kann er mich jetzt treffen? Noch eine, scheiße.
Lauf! Nigger Boy! Okay, der wird mich gleich treffen. Seht nach, was ihr finden könnt. Wieso treffe ich den nicht? Okay, nehme die Pistole. Ah ja, du bist auch so hinüber. Nicht mit mir, Freundchen. Einer ist noch da, glaube ich. Es waren drei. Du bist tot, Schwanzlöcher! Vor mir versteckst du dich nicht, Kleiner. So, der ist auch weg. Leute, ihr habt den ganzen Weg bis zum Riesenschaufelrad geschafft. Das ist noch Geld, den hol ich mir gerade noch. Ah ja, das machen wir alles später noch, hoffentlich. Hier soll es stattfinden, okay. Mit dem falschen Weißen angelegt. Wo ist er hin? Glaubt ihr etwa, ich überlasse dir einfach alles? Lass mich bloß in Ruhe, bevor du verletzt wirst. Oh, was? Gott. Also, man kann das Leben eines Sklaven halten, was man will. Aber es hat das Negervolk eher zu Fall gebracht. Das ist die Seele gerettet von den feurigen Polen. So vieles Sklaven. Aber sie wurden bald hinterlegt. Gott, ist das ängstlich hier, ey. Wo soll ich schießen? Oh Gott! Oh Scheiße! Gott, 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 Gott! Ja klar, hier vor allem im Wasser. Der steht nicht mehr. Feindliche Zone, ich glaube ja. Nein! Nein, nein, tu es nicht! Nein, wir sind tot! Nein, das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Leute! Oh. Was passiert? Wo werden wir wieder starten? Alter Falter. Geht ja noch. Der ist weg. Hol den Muni. Ich glaube, wir sollten ein bisschen warten. Gott sei Dank ist das Spiel jetzt nicht so frustrierend, dass man irgendwo weiter wieder anfangen muss. Da habe ich früher mal Gas. Jetzt ist er weg, okay. Leute, hier drüben! Verdammt! Den haben wir weg. Geh mal in Duckung. Duckung. Duck dich mal. In Deckung meine ich. Das hätte einer gesehen. Einen gesehen. Aber ein cooles Setting hier, muss ich schon sagen. Na komm her, Junge. Da oben schießt einer.
bisschen in die Dunkelheit rein. Ja, warum schießt du denn, wenn ich weiß, dass ich hier bin? Scheiße, der Spaß kann losgehen. Ah, was für ein Riesenspaß. Rein über das Krokodil, bist du wie Jack. Das ist mein beschissener Stoff. Du hast kein Anrecht darauf. Aber wenn du unbedingt draufgehen willst, dann komm gut wieder. Na ja, bin ich schon mal. Weißt du, wie gekackelt das ist? Du versteckst dich, ne? Du versteckst dich doch eher. Okay. Einmal durchs Maul hier. Siehst du gar nichts? Ich höre was. Hier auch weiter. Ach du Scheiße. Ach nee, ging's noch raus. 11 Schritte bis zum Ziel. Nee, 15 mittlerweile wieder. Okay. Showtime, Leute. Kuh? Achso. Wuhu! Blöden Arsch geschoben! Ich kann nicht glauben, dass George hier einen Nigger herschickt, um seine Träger wegzuziehen! Scheiß auf ihn und scheiß auf dich! Komm, hoch mit Köpfchen, hoch mit Köpfchen! Den haben wir. Er ist tot. Zumindest ist er angeschlagen, aber er wird es noch wert zu sehr setzen. Achtung. Wir haben ihn. Yes! Oh oh. Oh oh. Auf LSD. Geht's noch? Du musst einen Knall haben. Denkst du, du spazierst hier rein, klaust mein Heroin und keiner merkt was? Ich bin nicht hier wegen deinem Heroin, Richie. Ich bin hier wegen dem, was du mit Sammy und Alice gemacht hast. Ich hatte nichts zu tun damit! Ich hab gesehen, wie du Alice das Messer in den Bauch gerammt hast. Damals konnte ich nichts tun, aber jetzt sieht das anders aus. Scheiße, verdammt! Das war doch nicht meine Idee, hörst du? Georgie steckt dahinter, Georgie und sein alter Herr. Die beiden waren es, die euch killen wollten, nicht ich! Was hätte ich denn tun sollen? Nein sagen? Entweder das oder sicher gehen, dass ich auch wirklich tot bin. Nein! Nicht! Bitte! Hör zu! Es ist doch braucht, dass man einen Mann noch ein letztes Gebet sprechen lässt, oder? Du kannst beten auf dem Weg nach oben. Wow! Nein, bitte! Da geht die Fahrt ab. Als ich Richie Doucette an diesem Riesenrad hängen sah, war ich wirklich fassungslos. So etwas hat es nie zuvor gegeben. Mafiosi haben sich ja schon immer gegenseitig umgebracht, aber man hing's nicht an die große Glocke. Irgendein Verbrecher isst Spaghetti bei seinem Lieblingsitaliener und kriegt eine Kugel verpasst. Aber das war was anderes. Ich wusste gleich,
Noch bevor ich die geringste Ahnung hatte, wer es war, dass Ritchie zur Schau gestellt werden sollte. Lincoln war durch die CIA in psychologischer Kriegsführung geschult worden. Er wollte die Mafia einschüchtern, wollte ihnen zeigen, dass er jeden einzelnen von ihnen töten würde und dass keiner von ihnen es schaffen würde, ihn aufzuhalten. Everybody wants to go to heaven. Tell him I'm on my way. But nobody. Tell him I'm on my way. I keep my mind on my money. I keep my hand on my gunny. Don't get to playing with Sonny unless you play Boy Bunny. I put bow in your tummy, tattoo in your brain. Superman ain't playing. If you think it's a game, haters whisper my name. Suckers want what I slang. Arrogant and I'm vain. DA want me to hang. But let me explain.